ob wir diese Mina da finden. Das ist Sinn der Sache, Murka. Das ist Sinn der Sache, Murka. Du bist auch so eine Murka. So, wo sollten wir jetzt... Ach, scheiße. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wo sollten wir jetzt nochmal hin? Ich muss nochmal gleich da lesen. Ins Dorf zurückkehren. Dann können wir nämlich mal schauen, ob es da Bäume gibt, die Kigugi enthalten könnten. Ja, im Kobaltküstenland, okay. Dim, dim, dim. Im Kobaltküstenland. Wo ist denn das Kobaltküstenland? Schalalalalalalalala. Obsidian, rotes Sumpfland, ideale Route, Kraterberg Hochland. Hä? Gibt's da gar keinen, oder was? Oh, Kraterberg Hochland sind viele Bäume, die... Oh, wir sollten das im... Wir sollten das im Kraterberg Hochland machen. Da sind richtig viele Bäume. Oh, die das enthalten. Okay, nice. Dann lass uns hier erstmal mit Ursaluna laufen und gucken, dass wir diese Mina irgendwo finden. Sind wir jetzt zwar ein bisschen langsamer fürs Erste. Oder macht es Sinn, vielleicht zu fliegen? Obwohl, nee, eigentlich macht es Sinn. Eigentlich macht es sogar Sinn, rumzulaufen, weil wir dann noch hier Sachen sammeln können, ne? Wir brauchen nämlich nochmal wieder eigentlich relativ viele Materialien. Damit wir mal wieder Pokébälle herstellen können. Wir haben nicht mehr allzu viele Sachen, um Pokébälle herzustellen. Das ist das Problem. Da haltet ihr mal mit die Augen auf nach der Mina. Die Doofe ist wieder abgehauen. Die hat sich wieder verlaufen. Verstehe ich nicht, wie man dich nur verlaufen kann in der heutigen Zeit. Man hat doch Google Maps auf dem Handy. Und Pobären bräuchten wir theoretisch noch, ne? Aber warum habe ich denn das Mashok dabei? Wir müssen... Atmurai, das Atmurai ist halt weg. So eine Scheiße, ey. Ah, Mashok ist aber fast tot, ne? Ein Elite-Kleinstein? Ja, moin. Und der Mashok ist schon wieder voll geheilt, aber... Es wird fast sterben. Das war sogar ein Crit. Wenn wir jetzt eine Kraft raushauen, schaffen wir es dann? Yay! Gut gemacht. Obwohl, das Kleinchen hätten wir auch fangen können, aber egal. Ich könnte mir halt vorstellen, dass die Mina irgendwo hier oben ist. Wir waren nämlich schon einmal im Küstenland auf der rechten Seite unterwegs. Kigugi zu suchen. Und da haben wir Mina nämlich nicht beigefunden. Ups. Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Ich will nur diese Mina finden. Und dann bin ich auch schon wieder weg. Vielleicht steht sie da oben bei den Damierplexen. Könnten wir... die haben wir noch gar nicht, oder? Haben wir schon mal Vulpix gefangen? Kann es sein, dass wir noch gar keinen Vulpix gefangen haben? Kann sein, ne? Oh. Komm schon, Vulpix. Ja, erste Vulpix. Sehr schön. Cool.
Und das ist jetzt auch drin geblieben. Nice. Dann haben wir jetzt schon Exemplare ohne gefangen, ohne entdeckt zu werden. Okay. Marcel, der Papa holt gleich auf jeden Fall. Habt ihr noch Bier von letzte Woche über? Falls ja, okay, falls nicht, der Papa holt gleich zu Schalke ein 6er Bierchen, dann können wir noch ein, zwei Bier trinken. Ja. Ein Elite-Schnurrgast. Aber eigentlich möchten wir nur. Eigentlich möchten wir nur Mina finden. Mehr möchten wir eigentlich gar nicht. Haben wir auch schon einen Fukano gefangen? Achso, das geht gar nicht. Okay. Haben wir schon einen Fukano gefangen? Bin ich mir nämlich jetzt gerade auch noch gar nicht so sicher. Ey, hör halt die Klappe und komm her. Nein, auch unser erstes Fukano. Sehr schön. Aber so kommen wir mit unseren Nebenmissionen nicht weiter, die wir eigentlich machen wollen. Das ist doch doof. Aber hier ist Mina definitiv nicht. Wir können noch mal rechts bei den Damierplexen gucken. Ob wir Mina da vielleicht irgendwo finden. Oh, schau mal hier. Oh, das war ein verlorenes Item. Ja, nice. Wo waren die Damierplexe? Hier oben, ne? Genau. Sollten aber einmal das Erz hier noch mitnehmen. Genau, hier waren die Damierplexe. Und da ist auch ein Pikachu. Das ist okay. Aber wir finden einfach keine Mina. Naja, okay, dann kann es halt sein. Ja gut, kann nicht sein, muss dann ja so sein, dass sie sich halt irgendwo anders befindet. Wer hätte das gedacht? Ja, nochmal verlorenes Item, sehr schön. Was habe ich denn geisterlich gesehen? Da habe ich ein Geisterlicht gesehen. Mina, bist du da oben? Nee, man sollte sie aber auch schon von ein bisschen weiter weg eigentlich gut erkennen. Ah. Die kann aber natürlich auch noch hier unten sein, ne? Oh, oh. Jo. Nein, ich möchte eigentlich nicht so wirklich gegen wilde Pokémon gerade kämpfen und die auch nicht fangen, außer ich bin mir sicher, das ist ein Pokémon, das haben wir noch überhaupt gar nicht gefangen. Da macht es auf jeden Fall Sinn, das versuchen mitzunehmen. Aber eigentlich liegt unser Fokus gerade auf Mina. Wir geben einmal schnell unsere Fundsachen ab für Dankbarkeitspunkte. So. Tja. Hallo? Was ist mit Sneeboss? Was ist denn mit Sneeboss? Sneeboss kein Bock? Lol. Okay. Hat auch so geklappt. Das ist eine Elite-Octillerie. Okay, wir fangen das Octillerie jetzt, damit das einmal. Oh. Damit das einmal. Ah, das ist Mina, ja. Damit das einmal im Pokédex registriert ist.
Ich hoffe nur nicht, dass es stirbt. Überlebe! Jawohl, das sieht eigentlich gut aus. Und jetzt sollten wir doch eigentlich schaffen, das zu fangen, oder? Zentnerball. Du hast dich bis jetzt immer als sehr, sehr gut erwiesen. Nur jetzt natürlich nicht. Dann vielleicht doch mal einen Hyperball probieren? Haben wir keine mehr? Wir haben gar keine Hyperbälle mehr. Ja, nice. Superball. Dann versuchen wir es mal damit. Ich habe zumindest einmal das Octillery im Pokédex, sodass wir mal schauen können, wo es sich alles so befindet. Hallo Mina, was machst du schon wieder? Marvin, du bist mich suchen gekommen, oder? Ein Macholo hat mich durch die Luft geworfen und ich bin kopfüber im Meer gelandet, oh Gott. Ich konnte nicht bis zur Küste zurückschwimmen. Also stecke ich jetzt hier fest. Würdest du mich bitte zurückbringen? Gerne doch. Danke vielmals, ich schulde dir was. Wenn wir wieder im Dorf sind, lasse ich mir schon was einfallen. Salamagnis ist wirklich beeindruckend. Es geleitet blitzschnell durchs Wasser, selbst wenn es Menschen befördert. Ich bin ganz hin und weg. Yo. Hauptsache, du findest den Weg auch den Weg auch zurück. Jetzt lass uns nochmal schnell hier die Erze mitnehmen. Dann auch die beiden unentdeckten Orte auf der Karte aufdecken, wo wir hier noch nicht waren. Und zwar, genau, jetzt einfach nur hier runter. Und da ist auch sogar noch ein Geisterlicht. Sehr schön. Vielleicht finden wir ja noch unterwegs ein, zwei Octilleries für den, oh, für den Pokédex-Eintrag. Aua! Was soll das? Wobei es jetzt schon wieder abends oder nachts ist, ne? Was dann bedeutet, dass Wahrscheinlichkeit nicht so hoch ist, dass wir Octillery finden, vielleicht? Weil es schläft oder so? Das ist auf jeden Fall Baldorfisch. Viel zu viele Driftlons. Viel zu viele Driftlons. Man irgendwas auf jeden Fall. Komm her, ich will dich fangen. Na komm, tauch auf. Tauch auf, ja. Nein, doch, nein. Verdammt. Oh Mann, ich würde das so gerne fangen. Oh, die sind alle auf Streit aus. Das ist doch doof. Aber hier gibt es keine Octilleries? Wirklich nicht? Eieiei. Eieiei. Ach, das will ich auch nicht haben. Na gut. Ach, das ist eine Schutzblume. Ich dachte schon, was ist denn das? Dann hat sich das wohl erstmal erledigt. Wartet mal, vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja Glück. Großes Exemplar. Großes Exemplar. Kein großes Exemplar. Irgendwie kommen wir nicht vorwärts so, ne? Dann schauen wir doch mal, wenn wir jetzt schon mal hier sind, eben nach dem Octillery. Da. Küste der Verirrten. Lebt hier nicht, lebt hier nicht, lebt hier nicht. Also im Kobaltküstenland, das ist schon richtig. Okay, das heißt, wir schlafen jetzt nochmal bis morgens. Und dann gehen wir nochmal auf die Suche nach Octillery. Lass uns jetzt diesen Octillery
Eintrag dann vervollständigen, damit wir wenigstens schon mal wieder irgendwas geschafft haben. Können wir denn... Mann! So. Können wir denn Hyperbälle herstellen gerade? Nö, kann man nicht. Weil uns Aprikokos fehlen. Okay. So, ja, hier muss es ja... fuck. Es muss hier ja irgendwo auch Octillery geben. Exemplare gefangen, Elite gefangen. 2, 3. Dann haben wir das wenigstens schon mal fertig, ne? Wir könnten nochmal das eine Elite fangen, wenn es da ist. Einsatz von Hyperstrahl gesehen und Exemplare gefangen. Ist das Elite... Ist das Elite-Octillerie schon wieder da? Nachdem wir einmal geschlafen haben bis zum Morgen? Sieht nicht so aus. Das war doch hier, ne? Okay, sieht nicht so aus. Ja, shit. Wo könnte sich denn ansonsten noch Octillery hier aufhalten? Und wie lange dauert das, dass die Elite-Pokémon nachspawnen? Wow. Das ist ein Elite-Mantax, oder? Komm her! Ha! Erwischt! Aber ich glaube, das war ein Elite-Ding, oder? Was ist mit dem? Komm her! Bleib drin! Das wäre auch zu schön. Ah! Oh, oh, jetzt sterben wir fast. Draufgeschissen! Wir suchen eigentlich nur Octillery. Mehr wollen wir eigentlich gar nicht. Ja, drauf geschissen. Aber wir finden nirgendwo Octillery. Tentacha. Baldorfisch. Wenn ihr irgendwas Rotes, Tentakliges im Wasser seht, dann schreibt mal ganz laut. Oh, Garados. Oh, Elite-Garados da hinten. Ey, warum treffen wir denn nicht? Hä? Hä? Ach, das ist doch... Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eigentlich getroffen haben. Aber okay. Muss man vielleicht einen ganzen Tag warten, um dass die Elite-Viecher wieder da sind? Oder wie funktioniert das? Kitty! Denn den Command Bu gibt es. Wir müssen extra für Kitty, Marcel, wir müssen extra für Kitty ein Command mit Bu einführen. Einen Moment mal. Oh.
versuchst du gerade bestimmt mich wieder. Kitty, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hi, hi. Ich möchte das Octillerie, schalalalala. Maschok passt nicht ins Team. Ja, ich weiß. Ich hab vergessen zu wechseln. Ich wollte Maschok auch gar nicht im Team haben. Wir brauchten das Maschok aber für eine Nebenmission. Und dann habe ich vergessen, wieder mit dem Admorai zu tauschen, ne? Das ist der einzige Grund, warum wir es gerade noch mit im Team haben. Elite-Octillerie, bist du wieder da? Ich muss meine Stimmbänder ein bisschen trainieren, damit ich irgendwann für euch mal viel schöner singen kann. Hört sich gut an, ne? Oh, die Nebenaufgaben gehen mir jetzt schon so hart auf den Zeiger, ey. Wir kommen einfach nicht weiter. Löse das Rätsel um die Legende des Meeres und fange das Pokémon, das Professor Larven gesehen hat. 3 Kometstücke, das gibt Geld. Ja, ach so, dafür sollen wir nach da. Ne, neue Nebenmission. Ach, halt's Maul. Anstatt. Oh, wir wollen Nebenmissionen machen. Brennschreien weg. Nein, warum? Das hat sich doch voll schön angehört. Hallo? Ihr habt mich extra so angestrengt für euch. Und so dankt ihr mir das. Anstatt, wir wollen eigentlich Nebenmissionen machen, aber, also Nebenmissionen fertig abschließen, aber alles, was passiert ist, wir kriegen nur noch mehr dazu. Irgendwas stimmt hier nicht. Du gehörst doch zum Forschungstrupp, oder? Hilf mir mal bitte kurz. Oh. Dieses Pokémon hier scheint zu hungrig zu sein, dass es sich nicht vom Fleck bewegen kann. Ich habe schon versucht, es zu füttern, aber es will einfach keinen Happen zu sich nehmen. Auf Kullerbohnen scheint es zwar irgendwie anzuspringen, aber wenn ich sie ihm hinhalte, frisst es sie trotzdem nicht. Stellen wir etwas her. Aber klar doch, wir können versuchen, den Geschmack der Kullerbohne etwas zu verbessern. Dann probiert das kleine Plinfer sie bestimmt. Dass ich darauf nicht selbst gekommen bin, obwohl ich dem Produktionstrupp angehöre, ist schon eine schwache Leistung. Vielleicht wäre ein Bohnenköder ja genau das Richtige. Könntest du eine Portion herstellen? Die Anleitung gibt es im Handwerksladen zu kaufen. Jawohl. Plinfer, ja, Plinfer. Bohnenköder? Oh, elitischer Nährer. Aber Bohnenköder haben wir 100. Wir haben 100%ig schon Bohnenköder, oder? Ich weiß, ich sag das mit jedem Item und dann haben wir es am Ende doch nicht. Aber einen Moment mal eben. Ich kann mich erinnern, so eine grüne Kugel schon mal bei uns im Lager gesehen zu haben. Ah, das war aber eine andere grüne Kugel. Das war eine Klebkugel, oder?
Bohnenköder. Als ob, Mann. Verkaufst du uns vielleicht Bohnenköder oder irgendwie sowas? Oh, Bohnenköder. Aber wir brauchen die Anleitung. Die Anleitung für... Oh, die gehen mir schon, die gehen mir doch ein bisschen mehr auf die Nerven, die Nebenmissionen, als ich zuerst dachte. Anleitung für Köder, du wirfst die Dinger rein und betest. Nee, Plinfer will ja irgendwie, ach Quatsch, weiß ich da, Bohnenköder. Aber hey, ich kann das doch einfach kaufen. Ach so. Ja, okay, ich soll ihr einfach einen Bodenköder besorgen. Ja, dann kaufen wir doch mal eben schnell. Nein, nicht ausruhen. Dann kaufen wir doch einfach schnell mal einen Bodenköder. So. Und geben ihr das? Sollte es das dann schon gewesen sein? So. Gibst du Plinfer den Bunker? Ja. Okay. Aber dann ist es nicht mit Liebe gemacht. Egal. Ist ja nicht mein Plinfer. Super, dann nur zu, fütter es damit. Mal gucken, was passiert. Fahr! Plinfer! Guck. Siehst du, der Bohnenköder schmeckt. Habe ich mit Liebe gekauft. Ist das nicht auch okay? Ich habe das Bohnenköder mit Liebe gekauft. Ist das nicht okay? Das ist okay. Kratzeputz aufgefuttert. So gefällt mir das. Plinfer ist mir richtig ans Herz gewachsen. Ich kann es einfach nicht hier allein lassen. Deshalb werde ich jetzt mich zu Hause im Dorf um es kümmern. Ja. Yo! Hat aber jetzt auch nicht so viel gebracht, weil das eine Nebenmission ist, die wir gerade neu dazu bekommen haben. Wir wollen aber eigentlich, dass unsere Nebenmissionen so langsam mal weniger werden, ne? Irgendwie kriegen wir es nicht so hin. Dann machen wir jetzt einfach mal die hier. Oh, irgendwie kommen wir so nicht weiter. Alles kunstloses Brot, was wir hier machen. Badabadabadabadaba. Faszinierend. Ins Dorf zurückkehren, dann müssen wir mal zur Graslandbasis. Lol, hast du Claire abonniert? Oder hast du ein Geschenk bekommen? Mal gucken, ob wir jetzt ein bisschen weiterkommen. Als ob ich dafür Geld ausgebe, wollte ich schon sagen, ey. Oh, du musst Muffin sein. Jona hat schon viel von dir erzählt. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Ach, ich erkläre sofort, worum es geht. Als ich klein war, habe ich mich mal im Obsidian-Grasland verirrt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte und lief weinend umher, bis ich zu einer schönen Blumenwiese kam. Dort bin ich auf ein Pokémon gestoßen, das ich noch nie gesehen hatte. Es hat mir eine Blume geschenkt und dann ist es vor mir hergelaufen, als wollte es mir den Weg weisen. Dank dieses Pokémon habe ich wohlbehalten wieder nach Hause gefunden. Leider bin ich nie dazu gekommen, mich bei ihm zu bedanken und würde es deswegen gerne wiedersehen. Aber ich finde die Blumenwiese einfach nicht. Würdest du sie bitte für mich suchen gehen? Das hier ist mein einziger Anhaltspunkt. Eine Grassidea? Mit dieser Blume, manchmal auch als Teil eines irgendwas, kann man an speziellen Tagen seine Dankbarkeit ausdrücken.
Dies ist die gleiche Blume, die mir das Pokémon damals gegeben hat. Ihr Name ist Grazidea. Bitte tu mir den Gefallen, finde die Wiese im obsidianen Grasland, auf der diese Grazidea wachsen. What? Okay. Ist das nicht auch auf der Insel? Was ist denn das denn? TF John Slappy. Kanal TF Johnny. Okay, keine Ahnung, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Holst du gleich Bier? Sag mal, bist du eigentlich in meinem Stream oder bist du es nicht? So vor 15 Minuten habe ich was dazu gesagt. Der Papa holt noch einen Sechser. Wir brauchen keins holen. Der Papa ist, holt gleich noch ein Sechser Bier. Waren hier nicht bei dem Sichler auch diese komischen Blumen? Ne, das sind andere hier, ne? Sind das diese Blumen? Ne, das sind andere Blumen. Können wir nochmal gucken, wie die Blume aussieht? Müsste dieser gleich trotzdem eine Flasche Cola mit? Boah, nur für... Ne, ich gehe nicht nochmal Alexander Penny, nur für eine Flasche Cola. Nee. Hier wackelt kein Baum, hier wackelt kein Baum. Da wackelt ein Baum. Ja, wir haben Progress. Adribi. Juhu. So, Superball, go. Ja, nee. Und außerdem habe ich auch gar kein Bargeld dabei. Dann müsste ich nochmal extra für vorher zur Sparkasse. Weibchen wäre besser gewesen. Warum? Der möchte einfach nur ein Wadribi von der Hamanasu-Insel haben. Mehr. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir einen Kikugi finden. Mehr. Nur Weibchen entwickeln sich. Das ist egal. Das ist egal. Na, der wackelt nicht. Und der wackelt auch nicht. Das ist nicht so schlimm. Der möchte einfach nur ein Wadribi von den Hamanasu-Inseln haben. Mehr möchte der nicht. Ich möchte aber wissen, wo diese Blumen hier zu finden sind. Wo können wir die Blume denn einsetzen? Oder wo finden wir hier... ein Ort, wo diese roten Blumen wachsen. Eigentlich sollte das doch gar nicht so schwer zu finden sein, oder? Es müsste ja eigentlich irgendwo einfach recht rot auf dem Boden sein. Und da müsste man doch dann eigentlich... weil männliche schon perfekt sind, genau. Deswegen entwickeln sich nur weibliche, weil Weibchen müssen sich halt noch weiterentwickeln und die und Männer sind halt schon endentwickelt, von Anfang an, weil die einfach, ja, perfekt sind. Und Frauen, Weibchen eben nicht. Ist doch, ne? Ist doch, ne? Verständlich. Da bekommen wir einen Facepalm von der Kitty. Der Baum hat gewackelt und da kommt kein... hat gewackelt. Und da kommt kein Pokémon bei raus? Okay, komisch. Vielleicht... Vielleicht haben wir aber auch noch hier irgendwie so rote Blumen. Ah, vielleicht. Ah, aber, oh Gott, was ist denn das? Oh, aua, das machen wir kaputt. Das fangen wir. Hä?
Cressilia, du sollst kämpfen. Da sind drei. Was, wo, wer sind drei? Blumen oder was? Meinst du, die findet man nicht so leicht von oben? Oh, wie wenig Schaden macht das denn? Ja, ich weiß. Wir haben die anderen beiden aber schon gefangen und fehlte nur noch das von den Hamanasu-Inseln.